Und da kommen die Mannschaften jetzt auf den Rasen. Angeführt von Kapitän Asuak und Notnagel. Schiedsrichter heute in komplett schwarz und die Gäste in weißen Trikots, roten Hosen, roten Stutzen und der FSV komplett in blau. Hätte Müller vielleicht auf Sanomiya rausspielen müssen. Er verliert hier den Ball. Das ist Weig. Aber dann haben wir wieder Müller. Und jetzt sehen wir Peters, Asuak. Und jetzt der Ball auf Butterkrieg. Butterkrieg jetzt gegen Klaus und gegen Schuster. Schuster Schiedsrichter sagt, kein Elfmeter. Sanomiya setzt nach. Was? Klaus hat den Ball. Ich hätte auch klar, gesagt. Also klar. Glas klar. Glas klar. Also, klar. Also ja. Glas klar. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Nein, sehen wir nicht. Wir sehen den leeren Platz auch in der Wiederholung. Glasklar. Ach. Raus, zweiter Ball geht aber an Paula. Weig. Weig mit dem Schuss. Aber viel zu schwach. Hanin, kein Problem. War eine Zeit lang, stimmt, da hatte ich Timo Kunert hier. Und wir konnten diesen langen Ball hier. Den verschätzt Jeremia sich. Das ist die Situation. Hanin hat ihn gegen Kutte. Gut gelöst von Omer. Nur Awasi bleibt liegen. Aber Hanin springt den Ball deswegen raus. Was ich kurz erzählen wollte, ich hätte mal Timo Kunert hier, der hat früher Außenverteidiger beim FSV gespielt. Und der nee, der Whitey ist auch, der gibt uns auch von seiner Persönlichkeit her einfach sehr, sehr viel. Ist ein guter Ausrisspass auf Peters. Peters jetzt vorne unterwegs. Guter wird jetzt Ball. Verfolgt von Dreien. Jetzt ist der erste dran. Muss ein bisschen abdrehen, muss ein bisschen die Zeit runternehmen. Nehmen jetzt Reuter mit. Ja, Asuak, was machst du mit dem Ball? Gut. Er schießt, aber Klaus hat ihn. Verfolgt von Müller. Müller hat den Ball. Jetzt hat Peters den Ball. Butterkrieg startet durch. Guter Chip Ball. Ball auf Butterkrieg. Butterkrieg gegen Chase. Butterkrieg und der Ball ist drin. Tor für den FSV Frankfurt. In der 16. Spielminute trifft Gian Butterkrieg zum 1:0. Ah, das ist genau das, was wir wollen. Ne? Also die hochstehenden Stuttgarter mit einem tiefen Ball überspielen, das ist klasse von Kass und der Abschluss ist auch sehr, sehr gut vom Gian. Ja, wieder ohne Gegenspieler, aber auch ohne Idee. Und Müller drückt den Bazzoli einfach weg. Tief, sehr gut. Butterkrieg nimmt den Ball mit. Butterkrieg ist an Schuster vorbei. Butterkrieg jetzt auf dem Weg Richtung Chase. Butterkrieg jetzt in der Mitte. Schießt. Knapp nach links und ist drin. 2:0 für den FSV. Klasse, klasse. Es hat keine 5 Minuten gedauert und Butterkrieg macht 2 Buden und stellt noch vor der 20. Spielminute hier auf 2:0. Flach platziert. Der Chase steht ihm nirgendwo, weil er genau im Zentrum steht. Und der Klaus steht ein Stück nach rechts versetzt. Und dann schiebt er ihn genau. Der Klaus sieht ihn auch erst spät, weil er erst am Chase vorbeiziehen muss. Und diese Millisekunde reicht dann, damit der Kollege nicht mehr hinterher springen kann. Ja, der Chiad ist einfach mit seiner Geschwindigkeit eine Riesenwaffe für uns. Das muss man sagen, weil er startet hier an der eigenen Mittellinie und man kann ihn kaum halten, wenn er im Tempo ist. Also er ist unfassbar schnell. Und hat jetzt genau die richtige Entscheidung getroffen, da auch den Abschluss zu suchen. Also, dass wir nicht zu verspielt dann werden. Klasse Aktion. Das ist Paula mit der Ecke. Raul, Carlos, Vasco, Galda, Rosca, Paula. Und Chase drüber. Weiß man mit dem langen Ball Richtung Peters. Peters gegen Chase. Rauschen da fast ineinander. Nicht viel zu gefehlt. Krakas. Langer Ball Richtung Hoppe. Hoppe gegen Sanomiya. Sanomiya kommt an den Ball. Muss ihn deshalb auch spielen, bevor klären, die Ecke klären, kriegt. Klären. Und Hoppe blockt ihn auf Hanin. Ja, also sehr gut geklärt, oder? Mhm. Souveränst. Ja, hier gespielt und der war so ein Standardexperte und er hat ein Spiel hier oben und da habe ich ihn jedes Mal gefragt, ob das jetzt eine gute Standardsituation sei, der mir jede Standardsituation genau analysiert hat quasi mit, ne, was mache ich jetzt, wie könnte ich jetzt den Ball hier hin und her schieben.
Das war ein großer Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir gespielt haben, so egal. Wer kommt jetzt rein? Der kommt weit. Hani muss ihn haben. Hani boxt ihn raus. Gut. Sanomiya mit dem zweiten Ball tritt rüber. Aber den hat er. Und der geht Richtung Butterkrit. Und wir wissen, das könnte heute nochmal gefährlich werden. Aber nicht dieser hier. Der geht nämlich den Seiten aus. Hoppe Hatti. Ja, aber der Hoppe spielt jetzt die rechte Innenverteidigerposition. Ja, genau. Das hatte mich gerade noch ein bisschen verwirrt. Versuchen den Steckball. Das ist der eingewechselte Ganaus und der geht rechts dran vorbei. Wird nämlich geblockt. Es gibt Eckball. Hoppe spielt jetzt auf der Position, die vorher Schuster gespielt hat. Bazzoli spielt auf der Position, die vorher Chase. Freut erobert den Ball. Und läuft mal ein paar Meter. Ja, wird jetzt aber von Zweien gestellt, nämlich von Weig und von Notnagel. Notnagel gewinnt dann den Zweikampf. Und das ist Ganaus. Oh, Knoten mit dem langen Bein dazwischen. Butterkrit bekommt den Abpraller. Danke. Butterkrit jetzt in der Vorwärtsbewegung. Lässt sich da noch nicht. Bringt jetzt den Ball auf Schanomiya. Klaus nochmal dazwischen. Jetzt nochmal Peters. Großes Tohuwabohu. Klaus hat den Ball. Oh. Riesenchance. Riesenchance. Oh. Klaus hier mit einer sehr guten Parade gegen Schanomiya. Sieht im Moment aber eher bei uns jetzt nach dem 4-2-3-1 aus, gell? Ja. Also Show ist... Aber es war vollkommen Viererkette aus der Kabine. Sorry. Ja, ja. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass der Schanomiya vorhin so offensiv gespielt hat, aber den haben sie jetzt offensichtlich weiter nach vorne gezogen. Ja. Weig bekommt jetzt hier den Ball in die Mitte. Der läuft durch zu Castanaras und der macht den Ball rein und es ist genau das eingetreten, was wir nicht wollten. Der FSV bekommt in den ersten 5 Minuten hier den Anschlusstreffer durch Castanaras. Weig legt den Ball in die Mitte und alle rauschen dran vorbei. Ach. Oh, du hast halt das 3-0 am Fuß, gell? Kurz nach der Halbzeit. Mhm. Ah. Jetzt steht es hier 2-1 und das wird nochmal 14 Minuten Zitterei. Wechselte Bociaris. Bociaris jetzt Drakas mit der Schusssituation, die ist aber abgefälscht. Es gibt Ecke für die Gäste. Ja, wir lassen uns gerade so ein bisschen einschnüren, oder? Ja. Schanomiya fälscht hier den Ball entscheidend ab, dass er rechts dann vorbeizischt. Ich hatte auch schon mal im Kickerspiel diese Seitenauslinie ein bisschen meine Probleme. Da gab es so echt so 3-4 Situationen, wo ich gesagt habe, der war noch nie im Seitenaus. Vielleicht habe ich einfach einen Knick in der Optik hier unten. Oh, was ein weiter Einwurf hier von Weig. FSV kann den rausklären. Ja, aber der zweite Ball geht dann trotzdem an die viel Gäste. Platz. Viel Platz hier auf der rechten Seite. Oh. Der geht aber ins Nirgendwo, dieser Ball. Ja. Einmal durchatmen. Ja. 3,5 Minuten noch regulär. Vielleicht kann der BSV die Führung aus der ersten Halbzeit hier noch über die Zeit bringen. Das wäre doch mal ganz gut. Ja. Wenn Sie jetzt sehen, Klaus hat jetzt den Ball. Das Spiel geht wieder von vorne los. Hier jetzt mit Hoppe. Der schlägt den Ball erstmal humorlos weit nach vorne und der hat ganz schön viel Luft. Boah, Castanaras bringt den nicht aufs Tor. Boah. Der hat sich ganz schön lang gezogen, dieser Ball. Meine Güte. Und der hat auch Havassi ein bisschen falsch eingeschätzt, glaube ich. Macht nichts. Ball ging ja drüber und die letzte Spielminute der regulären Spielzeit bricht jetzt an. Wir werden mal ein bisschen den Schiedsrichter versuchen, den Blick zu behalten und gucken, was für eine Handgeste er gleich macht. Ja. Ansonsten alle Spieler natürlich in der Nähe des 16ers jetzt. Ball kommt lang. Knote, hoch, Reuter, raus. Zweiter Ball vielleicht? Nein, FSV ist noch nicht sicher. Jetzt hat Peters den Ball. Peters köpft ihn weg. Ball läuft nochmal zu den Stuttgartern. Schiedsrichter pfeift noch nicht ab. Der Ball kommt in die Mitte. Hani im Niemandsland. Ball läuft jetzt rechts raus. Oh. Kadaus. Kadaus gestört. Komm, abpfeifen. Pfeift immer noch nicht ab. Der Ball ist jetzt auf der rechten Seite unterwegs. Kadaus. Messina mit dem langen Bein. Ball. Messina erobert den Ball und der FSV gewinnt dieses Spiel. Bravo, Jungs. Damit gewinnt der FSV gegen VfB Stuttgart 2 mit 2:1 durch 2 Tore von Gia Butterkrit aus der ersten Halbzeit. Puh. Schön. Wir sehen dich natürlich lieber spielen als hier oben, aber wenn du mal wieder ausfällst, kannst du gerne wiederkommen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Auswärtsfahrt in Ulm, wünschen euch noch ein schönes Wochenende
Der Frankfurter Zoo hat wieder offen, habe ich gehört, mit dem Außengelände. Palmgarten hat auch wieder auf, also verbringt mal ein bisschen die schöne Zeit zu Hause. Und nächstes Wochenende ist Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt. Da können wir nochmal alle aufrufen, an der Wahl teilzunehmen. Soweit, so gut. Das war's von meiner Seite. Wir verabschieden uns hier mit den Bildern von der Mannschaft vor der Südtribüne und wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende.